gut, wir machen mal weiter, denn wir wollen natürlich in der Meisterschaft vorankommen. Das ist ja unser eigentliches Anliegen. Und jetzt geht's nach Aserbaidschan. Ich glaube, das ist die längste Gerade des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht täusche ich mich aber auch, aber tendenziell würde ich sagen, ist die längste Gerade des Jahres, auf der wir jetzt fahren. Noch ein bisschen länger als in China. Zumindest vom Vollgasanteil her ist es die längste Vollgaspassage, denn die letzte Schikane, und die werden wir uns gleich auch angucken, die kann man vollfahren normalerweise mit der Formel 1. Ob wir das jetzt mit Force India schaffen, weiß ich nicht, aber die drei Top-Teams schaffen das. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Was? Das ganze Entwicklungspaket dieses Wochenendes ist fehlgeschlagen. Die Details kannst du dir an deinem Arbeitsplatz ansehen. Ich akzeptiere keine Fehler. Okay, mit dem Frontflügel ist gescheitert. Was heißt das jetzt für uns? Können wir das jetzt noch irgendwie verbessern oder nicht? Oh, Ferrari ist vor Mercedes jetzt. Ja, und wir stehen auf der Stelle. Wir müssen natürlich in diesen Entwicklungskampf mitmischen. Handeln erforderlich hier. Zu wenig Ressourcenpunkte. Gut, also wir müssen gucken, dass wir das zum nächsten Rennen hinkriegen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schön Training fahren und dort dann Pünktchen sammeln. Für die Forschung. Und ich weiß, das Training ist nicht mega beliebt, aber es muss gemacht werden. Gerade im Livestream kann ich es ja schlecht cutten. Ob ich die dann später rausschneide fürs Let's Play, weiß ich noch nicht. Aber tendenziell gehört es halt einfach dazu. Und ihr seht halt mal, wie fährt man Setups raus. Oder gut, das machen wir jetzt weniger, aber ja, was macht man so im Training? Willkommen beim Baku City Circuit, wo das freie Training für den großen Preis von Aserbaidschan in Kürze beginnen wird. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Strecke mit hohen Geschwindigkeiten und einer Zielgeraden, die doppelt so lang wie die Gegengerade in Shanghai ist. Mal sehen, welches Team die richtige Balance in den Einstellungen treffen wird. Ja, die gehört doppelt so lang. Jede Menge Aktivität in der Boxengasse. Wir warten auf das grüne Licht und damit auf den Beginn der Session. Stefan Römer, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Was erwartest du, wenn die Autos dann endlich auf der Strecke sind? Naja, in einer freien Trainingssession kann man sich nie genau sicher sein, welche Strategie die Teams anwenden, wie viel Treibstoff sie im Tank haben und so weiter. Man darf sich auch nicht dazu hinreißen lassen, aufgrund der schnellsten Zeiten auf dem Monitor irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Was wir allerdings tun können, ist, in einigen aufeinanderfolgenden Runden auf die Konstanz zu achten. Wenn also jemand die halbe Grand Prix-Distanz zurücklegt und konstant eine halbe Sekunde schneller ist als ein anderer Fahrer, der dasselbe macht, ist das generell ein guter Indikator für ein schnelles und solides Renntempo. Na, dann ist ja alles geklärt. Ja, das Erste, was wir machen, ist, wir gehen hier hin und ihr wisst es ja schon, Setup. Wir gehen zum Setup. Was sollen wir auch anderes machen? Autoeinstellungen. Ich finde es jetzt alles ein bisschen sehr verschachtelt. Da muss man sich sehr dran gewöhnen. Wir gehen zum Steam Workshop. Einfach, weil es einfach ist. Warum haben wir hier eigentlich Australien nicht drin? Haben wir das nicht gespeichert? Naja, ist ja auch egal. Wir durchsuchen es ganz kurz. Das könnt ihr nicht sehen. Das seht ihr nicht. Aber wie immer werde ich das am Ende zur Verfügung stellen, was wir hier runterladen. So, wir brauchen Formel 1 2018. Oh, da gibt es mittlerweile aber schon ein bisschen mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir Aserbaidschan. Also Karriere wäre noch ganz gut. Man muss das alles einstellen. Wie gesagt, leider könnt ihr das nicht sehen. Car-Setups sollen es sein. Ja, viel komplizierter könnten sie es nicht machen. Und mal gucken, Bahrain, USA, Deutschland, Abu Dhabi, Singapur, Italien, Kanada, Monaco, Ungarn, Aserbaidschan, da haben wir es. Ja, es ist hier ein bisschen unübersichtlich drin. Sollen wir mal gucken, ich weiß gar nicht, welchen wir hatten. Der hatte ja prinzipiell gar nicht so schlechte Setups, aber jetzt haben wir hier so eine Menge. Das ist ja unglaublich. Jetzt weiß ich leider gar nicht mehr, wie der Herr hieß, von dem wir die immer hatten. Wir gucken uns hier mal ganz kurz um.
Vielleicht sagt mir irgendein Fahrzeug was. Also ein Name meine ich nicht, ein Fahrzeug. Nö. Ich kann mich nicht entsinnen, wie der gute Herr hieß oder die gute Dame. Dann machen wir Folgendes. Es gibt genau ein Setup für Force India. Wir nehmen mal das. Wir gucken mal, was das dann bringt. Das heißt, aktualisieren ist Y und dann geht es auch schon weiter. Das dürftet ihr jetzt wieder sehen, jawohl. Ansonsten seht ihr nur die Maus flitzen. Bitte warten. Please hold the line. Schnarch. So, Aserbaidschan Force India. Da haben wir es doch. Das nehmen wir erstmal und gucken uns das mal an. 8 Runden ist okay. Aber wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Okay, es gibt ein Haupt- und ein Trainingsgetriebe, das ist ja schon mal gut zu wissen. Was wir natürlich jetzt nicht gemacht haben, sind die Reifen gewählt. Das gute alte Problem, sie sind sehr versteckt und darum haben wir reifenmäßig, können wir mal ganz kurz gucken, Getriebe, Reifenwahl war da ja schon richtig, haben wir tendenziell eher die weichere Option, was aber nicht unbedingt schlimm sein muss. Wir müssen mal gucken, wie der Verschleiß ist. Wir werden jetzt erstmal die Streckenakklimatisierung machen. Okay, wir ändern dein Setup. Ich glaube, das ist ganz, ganz vernünftig, damit anzufangen. Und wir machen ruhig schon... Nein, wir fahren raus. Wir fahren raus, ein bisschen... Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ja, für ein paar Runden lass es ruhig angehen. So können wir die Strecke ein bisschen nochmal kennenlernen. Prinzipiell kenne ich die Kurven. Wir sind ja auch 2017 schon gefahren. Aber, ja. Das ist jetzt nicht eine der Strecken, die schon seit 20 Jahren dabei ist und die man einfach auswendig kennt. Naja, eine Verwarnung nehmen wir da jetzt nicht hin. Also, wie langsam soll ich denn da rumfahren? So. Also die Boxenausfahrt ist hier ein bisschen tricky. Erinnert mich so ein bisschen an Singapur. So, und das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir den Salat schon. Ja, wieder so ein bisschen reinkommen. Der ist an natürlich. Wir gucken aufs Top Speed. Das ist die kürzere gerade. Aber schon weit über 300. 312, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und dann gucken wir mal, was wir gleich auf der ganz langen Geraden für ein Top-Speed fahren. Das ist ja eines der schnellsten Strecken der Welt. Was die Top-Speed angeht. Natürlich nicht, was die Rundenzeit angeht. Da kommt man an Kanada oder Monaco natürlich nicht dran. Einfach aufgrund der Länge des Kurses schon alleine. So, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen um die Kurven. Jetzt kommen nur noch, ich glaube, 3 Kurven und dann haben wir es. Zählen wir mal als gerade hier mit die Stelle. Aber auch hier kommen wir knapp an die 300 ran. Ja, sogar genau auf 300 rauf. Exakt. So, und jetzt kommt die letzte wirkliche Kurve. Der Rest sollte zumindest mit Ferrari, Mercedes und wahrscheinlich auch Red Bull top gehen. Mal gucken, wie es mit unserer Karre aussieht. Um Gottes Willen, da bin ich aber ein bisschen rumgeeiert. Das war nicht so gut. So, hier muss man eng bleiben. Ey, es kann doch nicht sein. Celeron! Hallo, alte 070723. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, solltet ihr übrigens irgendwelche Fragen zum Spiel haben, so ein bisschen was haben wir ja schon gespielt. Bin ich da natürlich gern bereit, drauf einzugehen. Der Wagen ist sehr schwammig. Jetzt gucken wir mal auf die Topspeed. Jetzt geht DRS gleich auf. Wir haben natürlich die Motorleistung noch nicht ganz hoch. Ne? Das ist jetzt mit mittlerer Leistung.
Wenn wir da auf 28 kommen, ist das schon ein guter Wert, aber wir kommen nur auf 27. Und ich habe vergessen, wir haben das Trainingsprogramm. Achte natürlich auch im Chat drauf. Also sorry für die Rückblenden jetzt gerade. Ist, wenn man live streamt, ist das natürlich ein bisschen häufiger. Gut, wir fahren einfach weiter. Es gehört dazu. Wir haben das Tor nicht gekriegt. Ist ja kein Problem. Dann werden wir es nächste Runde schaffen. Ja, das sieht schon mal top aus. Denn wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Fragen zum Spiel haben, Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger, die kann ich ja mal sagen. Wir sind hier im Training oder mal grob. Alle kenne ich jetzt auch nicht auswendig. Aber die größte Änderung, die es gibt, sind zum einen, dass es Interviews jetzt richtig gibt, die auch zeitlich begrenzt sind. Das heißt, man hat vielleicht, ich weiß nicht, 5 Sekunden, 7 Sekunden Zeit darauf zu antworten. Und dann hat das Einfluss auf, auf das, wie der Charakter wahrgenommen wird. Und das wiederum hat Einfluss darauf, welches Team man ein halt Interesse hat oder nicht. Ferrari sucht eher angeblich einen selbstdarstellerischen Fahrer und Mercedes sucht eher einen fairen Fahrer. In Wirklichkeit ist es leider genau umgekehrt. Das heißt leider, ist es komplett umgekehrt, denn ja, Vettel würde ich jetzt nicht als selbstdarstellerisch sehen, das würde ich eher bei Hamilton sehen. Wow, da rutschen wir hier aber rum wie bei einem Autoscooter. Wie gesagt, das ist so ein bisschen anders, als ich es mir gedacht hätte, wenn man die Funktion kennt, aber es ist okay, man weiß, was Sache ist und man kann gut Einfluss darauf nehmen. Darauf kann man auch Einfluss nehmen, da kommt man viel quatschen, sorry. Und was ist noch neu? Was noch neu ist, ist, kurz konzentrieren, hier rutscht man extrem in der Kurve. Was noch neu ist, ist die Tatsache, dass Teams sich ja verbessern oder verschlechtern können. So, 585 Punkte. Soll heißen, Ferrari. Du hast die Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für uns. Soll heißen, jetzt kommt Hamilton vor uns. Das ist ja hier richtig Glück, was wir hier haben. So, kurze Konzentration. Soll heißen, Ferrari muss nicht unbedingt immer Erster oder Mercedes immer Erster oder ganz oben in der Konstrukteurswertung sein, sondern. Alter, Junge, das ist eine Behinderung. Komm doch mal klar auf dein Leben. Es kann halt auch mal sein, dass Ferrari ins Mittelfeld abrutscht oder auch Mercedes natürlich. Das finde ich eigentlich ein cooles Feature. Das macht es ein bisschen spannender und auch interessanter, vielleicht mal 2-3 Jahre zu fahren. Oder auch 4-5. Denn das war bis jetzt ja immer so, dass es dann letztendlich ein Einheitsbrei war. Hast du ein Jahr gehabt? Entschuldigung, dann hast du letztendlich ja keine wirkliche Herausforderung mehr gehabt. Dann machen wir nochmal neu und machen wir alles blau. Also das ist jetzt wirklich besser. Es lohnt sich vielleicht jetzt auch beim Team zu bleiben. Man kann ein Team jetzt im Endeffekt richtig aufbauen. Und dann über Jahre groß halten oder versuchen groß zu halten. Also das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Feature. Krass, wie wir hier rumfahren. Das ist wirklich heftig. Ja, wenn man halt fährt und quatscht, ist das wirklich schwer. Müsst ihr mal selber machen, wenn ihr versucht, ja, einen Monolog zu führen, der aber natürlich auch einen Sinn ergibt, dann ist das gar nicht so einfach. Nein, das machen wir nochmal neu. Wir wollen jetzt alles lila haben, damit wir dieses Training hier beenden können. Können wir nämlich zum nächsten Training gehen. Hamilton ist natürlich schneller wie wir. Ah, Schnarchnase, Zeron, du Schnarchnase. Bisschen zu spät gebremst. Immer die Gier nach der schnellsten Rennrunde. Bringt im Training natürlich nichts. Ganz klar. So, jetzt kommt nochmal eine schwierige Stelle. Konzentration. Ja, haben wir gut gemeistert. Jetzt noch einmal DRS gleich. Und Hamilton. Ja, Hamilton zieht uns ab. Ganz klar, naja, gut. Okay, Test ab.
abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Ja, dankeschön, dankeschön. Das sehe ich ähnlich. Und damit wir es jetzt nicht ganz so lang machen, wir gucken uns nochmal die Reifen an. 5%, 7%, gehen wir mal zurück in die Box. Wir können das ja so ein bisschen abkürzen. Es ist ja nur Training, aber wir nutzen es natürlich für so ein bisschen Smalltalk und ihr könnt euch gerne im Chat natürlich auch einbringen, selbstverständlich. Wie gesagt, stellt da eure Fragen. Ich würde sagen, als nächstes, was haben wir denn noch mit Softreifen? Gar nichts mehr. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 46,0. Da machen wir nochmal so eine Rennstrategie. Die finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Und die sollten wir mit den roten Reifen machen. Machen wir auch. Und wir gehen aber gleich auf eine fliegende Runde los. Raus. Ja, das letzte Rennen, da können wir mal drüber sprechen. Über das letzte echte Rennen. Ja, nicht über das Spiel. Das letzte Rennen war der große Preis von Belgien. Der Johnny Walker Grand Prix Schlag mich tot mit diesen sonst sonderbaren Sponsornamen immer. Auf jeden Fall große Preis von Belgien war es im belgischen Spa-Francorchamps und Vettel hat dort überragend gewonnen gegen Hamilton. Das war schon nicht schlecht und jetzt müssen wir übrigens 5 Runden nur fahren, um den Reifenabrieb, um alles kennenzulernen. Also hier kommt es jetzt nicht auf perfekte Runden an. So, jetzt mal so wieder da, musste gerade telefonieren. Ja, Malte ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Hoffe, es war ein erfolgreiches, wichtiges Gespräch. Kann ja sein, dass du Geschäftsmann bist, das weiß man ja immer nicht. Ja, und dann müssen wir halt mal schauen. Also, das letzte Rennen, darauf wollte ich hinaus. Das letzte Rennen, der große Preis von Belgien, war ja doch eines der spannenderen Rennen. Zum einen taktisch war es ein bisschen geprägt im vorderen Feld, als auch gute Zweikämpfe im Mittelfeld. Also es war eigentlich für jeden was dabei. Und war eigentlich ein schönes Rennen. Nur der Start, der war katastrophal. Der war wirklich katastrophal. Und zwar ausgerechnet von Nico Hülkenberg. Ich muss gestehen, ich war da sehr enttäuscht. Und ich verstehe, dass Alonso sagt, sowas darf einem in der Formel 1 nicht passieren. Nico Hülkenberg hat in der ersten Kurve viel zu spät gebremst und hat, glaube ich, 3 Autos abgeräumt. Das war schon krass. Und einer, das war Alonso, der ist über Charles Leclerc sauber, da liegen Teile, über Charles Leclerc sauber geflogen, auf den Halo gelandet. Jetzt glaube ich nicht, dass der Halo Charles Leclercs Leben gerettet hat, so wie das in der Presse breitgetreten wird. Ich bin auch kein Befürworter des Halos. Ich glaube aber schon, dass der Halo ihn vielleicht vor Verletzungen schon ein bisschen geschützt hat. Also Leben gerettet klingt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, da muss schon krasses passieren. Ah, es war nur seine Mutter. Auf der Geraden kann ich übrigens lesen, ansonsten ist es mit Chatlesen schwer. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Ja. Was könnte ich eigentlich auch mal wieder machen? Meine Mama anrufen. Meine Mutter. Aber das mal so nebenbei. Naja, auf jeden Fall war das ein Rennen, das war schon richtig krass und, der Start war richtig krass und falls ihr es gesehen habt, würde mich mal interessieren, ihr könnt es auch später gerne in Let's Play reinschreiben, man kann auf YouTube das natürlich alles noch sehen, beziehungsweise auf f1.com, da wird ja auch mittlerweile richtig medial gearbeitet. Wir müssen mal gucken, die Rundenzeit, die müssen wir natürlich halten, ich quatsche hier so und wenn ich gucke, die Rundenzeit ist minimal im grünen Fenster, 1/10 und wird es rot werden sogar. So, kurze Konzentration, wir müssen jetzt die Zeit rausholen, es ist rotes Fenster. Um Gottes Willen, wie bin ich denn da rumgefahren? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr zu dem Unfall sagt oder was ihr davon haltet. War schon krass und die Strafe, ist die gerechtfertigt oder nicht? Die Strafe sieht wie folgt aus. 3 Punkte in Flensburg im Bußgeldkatalog. Natürlich nicht in Flensburg, sondern, naja, ihr wisst es, in diesem Strafenkatalog der Formel 1. Ich mache hier mal ein bisschen Flügel hoch. Beziehungsweise auch das ERS, dass wir hier wieder in den grünen Bereich kommen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hülkenberg hat jetzt 4 Punkte. Ab 12 gibt es erst eine Sperre, also das geht sogar noch. Aber was viel wichtiger ist, im nächsten Rennen muss er 10 Plätze zurück.
Das heißt, wenn er irgendwie Zwölfter wird oder so, wird er auf jeden Fall ganz hinten starten. DRS an, ja, die Rundenzeiten sind schon knapp. Also wir haben hier nicht die allerbesten. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ja, aber wir haben 72% Batterie, nutzen wir die doch. So, hier mal hoch und dann gucken wir mal, was für Zeiten da möglich sind. Wenn wir jetzt nur ERS anhaben, ist ja auch nicht ganz so unwichtig. Wir haben es jetzt mal eine Stufe hoch. Wir gucken mal, wie die Rundenzeiten dann aussehen. Nach dem Training können wir uns das ja angucken. Und dann können wir mal vergleichen, Runde 3 ERS. Was bringt das denn überhaupt, wenn wir das eine Stufe hochstellen? Übrigens auch das eine Neuerung in F1 2018, dass es jetzt ERS gibt und dergleichen. Oh, da ist ein ganz langer Text reingekommen. Den lese ich dann gleich, wenn ich das Training beendet habe. Also in zwei Runden. Bitte da ein bisschen Geduld. Bin aber sehr neugierig, weil gerade wenn lange Texte geschrieben werden, ist ein Let's Play grundsätzlich schlecht zu lesen. Ganz klar. Aber ich bin Fan davon. Das zeigt immer, dass die Leute sich auch Mühe geben. Soll es nicht heißen, dass kurze Texte schlecht sind oder dass es generell sagt, der das geschrieben hat, die Person ist lieblos oder sowas dabei. Aber wenn jemand lange Texte schreibt, muss ich sagen, finde ich das persönlich immer als Zeichen von Interesse, ne? Dass man sich damit auseinandersetzt, richtig? Bin ich auch mal so ein Freund von, auch wenn meine Rechtschreibung echt unter aller Sau ist, liebe Leute. Ich sag's an dieser Stelle ganz ehrlich. So, wir gucken mal, wie gesagt, zwei Runden noch, dann lese ich diesen schönen Text mal vor. Will das jetzt hier nicht auf der Geraden machen. Weil wir sind jetzt ja im Flow, ne? Und das ist jetzt rund 3 von 5. Das heißt, da bitte wirklich kurz Geduld. Oder nein, ich lese es jetzt, wir haben die lange Gerade, es geht schnell. Malte hat es geschrieben, Malte 070723. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich fand das sehr nice, das Rennen, bis auf die heutzutage schon normal Einstopps. Ja, das stimmt, das ist leider wirklich so. Und ich fand es nice, dass Verstappen auch wieder Dritter ist und dass beide jetzt Racing Point Force India sehr gut wieder dabei sind. Ja, das stimmt. Da kann ich mal drauf eingehen. Hat sich doch gelohnt, das gleich zu lesen. Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Mit Verstappen fand ich übrigens auch sehr cool. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wäre das Rennen noch 10 Runden gegangen, hätte er auch Hamilton bekommen. Denn Hamilton schien wirklich Reifenprobleme zu haben. Hätte wahrscheinlich entweder irgendwann in der Box gemusst oder Hamilton oder Verstappen wäre so vorbeigegangen. Das stimmt, diese Einstopprennen sind leider zu, ja, Normalität geworden. Ja, die Formel 1 ist da sehr, ja, sehr in Wandel auch immer. Von Jahr zu Jahr ist es immer sehr unterschiedlich. Letztes Jahr war das zwar auch schon so, aber ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren, da hatten wir echt 3 oder 4 Stoppsrennen, die völlig normal waren. Also Pirelli experimentiert mir zu viel rum. Und, ja, aber da gebe ich dir recht, diese Einstopprennen wäre schön, wenn wir mehr 2 Stopp hätten. Mal ein Stopp ist okay, aber generell ist das zu häufig der Fall. Weil es nimmt ja auch so ein bisschen die Würze weg, das Strategische. Was hatten wir noch? Verstappen. Ja, Verstappen auf 3 fand ich übrigens auch sehr cool, wie gesagt, weil Red Bull, ja, hat sich doch sehr, sehr schwer getan. Und das Team, für das wir jetzt fahren, hier Force India, das gibt es ja gar nicht mehr. Heißt jetzt Racing Point, auch da hat Malte recht. Und ja, hat mich auch gefreut, dass sie sich so gut geschlagen haben. Sind in der Meisterschaft jetzt schon vor Williams, also das läuft. Wobei das jetzt wahrscheinlich nicht so eine Herausforderung ist, vor Williams zu kommen. Jetzt ja nicht sonst so viele Punkte. Aber ich denke, am Ende ist vielleicht Platz 6 für Force India bzw. Racing Point Force India drin. So, dann haben wir noch ein